Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf MidiBenny Channel. Wir kümmern uns heute um ein Update in Assassin's Creed Mirage. Und zwar kümmern wir uns um alle Belohnungen aus dem Permadeath-Modus. Und hier sehen wir nochmal das Update und alle Belohnungen aufgelistet. Full Synchronization Challenge Rewards. Und das schauen wir uns genau an. Aber zunächst schauen wir uns an, wie man das Ganze startet. Und zwar muss man den Game Plus Modus aktivieren. Dann sucht man sich einen Spielstand raus, wo man besonders weit ist. Und der Stern, der sagt, dass es ein Game Plus Spielstand ist. Und diesen Helm, das ist der Permadeath Modus, das Symbol. Ja, danach können wir uns den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Lehrling, Attentäter und Meister, Attentäter. Also easy, normal und hart. Danach können wir uns aussuchen, ob wir den Game Plus Modus mit dauerhafter Tod ausstellen, spielen wollen oder mit dauerhafter Tod an. Und das ist jetzt hier das. Und das stelle ich natürlich jetzt an und wir starten in Bagdad. Genauso aktivierst du also den Permanent Death Modus. Ja, wir starten auch direkt in Bagdad und ja, die Zwischensequenz kennst du. Auf YouTube habe ich nichts Deutsches dazu gefunden und deswegen habe ich gedacht, naja, da machst du einfach mal ein Video zu. Ja, also Logo, Intro und dann geht es auch gleich los nach dem Dialog hier. Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. So, ab jetzt können wir spielen. Und ja, die Frage ist easy, normal und hart. Da gibt es unterschiedliche Belohnungen. Das zeige ich auch gleich nochmal genauer. Wohin führt mich mein Herz? Was du genau alles bei dir trägst und wie du ausgebildet bist, hängt natürlich davon ab, wie du dein Game Plus Spielstand überträgst. Ich habe jetzt hier einen Spielstand, wo alles freigeschaltet ist und alles ja, erreicht ist. Und von dem her habe ich alle Perks und sowas freigeschaltet. Ja, die Karte ist natürlich dann nicht aufgedeckt, also das müssen wir dann alles nochmal neu machen, falls du das alles machen willst. Die Erkundungen, wie man gesehen hat, also pro Stadtteil, die sind da. Ja, und ich habe für euch nochmal einen neuen Gameplay gemacht, um zu sehen, wie das ist, wenn man stirbt. Weil ich selber bin noch gar nicht gestorben in dem ganzen Permadeath-Modus und das habe ich extra fürs Video nochmal hier gemacht. Also 3 Minuten Spielzeit und dann 2 Gegner getötet und tot. Bekanntlich kannst du hier auch desynchronisiert werden, wenn du Zivilisten tötest. Und ja, das ist natürlich jetzt hier im Permadeath-Modus ziemlich fatal. Es gibt ja auch ein paar Rüstungen oder Schwerter mit besonderen Blitzgeschichten. Da tötest du Wachen oder alles um dich herum. Da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du sowas benutzt, dass du nicht irgendwelche Zivilisten irgendwie dabei umbringst. Ja, und jetzt habe ich hier alles durchgespielt. Zuerst auf Normal. Und wir schauen uns an, was gibt es auf Normal. Auf Normal bekommst du dann den Talisman. Den würdest du eigentlich über den Easy Mode bekommen. Wenn du Easy Mode durchspielst, bekommst du den Talisman. Und auf Normal dann die Raihan-Montur oder Outfit. Ich persönlich habe mir das alles
ja, nochmal genau vorgenommen und genossen und alles nochmal gemacht, Scherben eingesammelt, alles synchronisiert und so. Ich hatte Spaß daran und ja, deswegen ist die Spielzeit 15 Stunden. Aber man kann das eigentlich auch ganz gut in 7 Stunden durchspielen. Ja, dann schauen wir uns das im Inventar an. Also die Raihan-Montur, die ist ja vor kurzem auch oder im Januar oder so schon geleakt gewesen. Auf YouTube gab es Videos. Die war schon im Spiel drin. Da haben wir weiße Raihan-Verkleidung. Also ist eigentlich eine Verkleidung ohne Eigenschaften. Die kann man über alles rüberziehen. Und ja, hier ist der Talisman aus dem Easy-Modus. Das verdienst du gleich alles mit. Würdest du das Ganze auf Meister Attentäter spielen, dann würdest du alles 3 bekommen. Also man muss nicht immer einen separaten Durchgang oder Durchlauf machen. Dann zeige ich hier den Talisman-Magen ganz groß. Da haben wir den. Und hier nochmal als Rotation und mit einem Zoom auf groß. Also so sieht der Talisman aus. Und die weiße Raihan-Robe oder Verkleidung, die sieht so aus. Die schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Also erstmal nur eine kleine Rotation. Also in dem Zusammenhang. Die Belohnung bekommst du also auch normal. Dann habe ich das Ganze nochmal auf Meisterattentäter durchgespielt und das schauen wir uns auch nochmal an. Dafür, wenn man das separat spielt, gibt es eben alle Farben oder 6 Farben insgesamt als Belohnung. Und ja, also das ist alles schwarz-grau. Sieht fast eher schwarz als grau aus. Ist aber ganz schick, muss ich sagen. Aber es kommt auf die Beleuchtung drauf an. Also manchmal ist das sehr, sehr schwarz. Wenn man im Perma-Death-Modus scheitert, dann hat man die Auswahl, nochmal zu versuchen oder zurück zum Hauptbildschirm zu kommen. Ja, da hat man halt 2 Möglichkeiten zur Auswahl. Und hier haben wir auch eine Auswahl. Wir haben hier alle Farben. Hier alle 6. Und wir schauen uns alle Monturen nochmal genauer an, wie sie aussehen. Die Verkleidung meine ich natürlich. Wir fangen an mit grauer Eingeweihter von Alamut. So sieht es im Menü aus, aber wir wollen auch nochmal ein Showcase der ganzen Gameplay-Szenen haben. Da kannst du entscheiden, ob du überhaupt den Aufwand betreiben willst, um das Ganze auf Meisterattentäter irgendwie durchzuspielen. Hier sind es im Video ein paar Minuten, die du dir anschaust, ob es sich für dich lohnt. Da sparst du dann 7 oder 13 Stunden so irgendwas dazwischen ein. Ja, also Eingeweihter von Alamut in Schwarz. Grau sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Mir gefallen eigentlich alle. Und dann machen wir weiter mit grauen oder graues Zansch Aufgebären. Des Aufgebärens wahrscheinlich. Und wir reiten mal zur Abwechslung und so sieht es aus. Passt zu Basim ganz gut und zum Thema. Hat ein bisschen Oberkörper frei und dann sieht es auch ganz gut aus. Hier mit den rot abgetönten und ein bisschen kupferfarbene, ja, irgendwie Elemente dazu. Sieht richtig nice aus. An sich bin ich ja kein Farbenfan oder so, aber in dem Fall haben sie wirklich die schönsten Farben bis zum Schluss aufgehoben und geben uns das Ganze. Weiter machen wir mit einem grauen
graues Abbasiden-Ritter Verkleidungsteil. Das sieht dann so aus. Natürlich habe ich entsprechend auch den Talisman dazu ausgerüstet. Richtig hübsch. Hier ist so ein bisschen mehr was mit der Montur. Für die Verkleidung habe ich ein paar Action-Gameplay-Bilder dazu gemacht. Iftah ja Simsim. Oder besser reingeschnitten. So sieht es also im Spiel aus, wenn du Zwischensequenzen hast. Ziemlich nice. An sich mag ich die Abbasiden-Ritter-Rüstung nicht so gerne, aber so ein Schwarz-Grau, das kommt schon ganz gut. Weiter machen wir mit grauer Verborgener. Eine Standardausrüstung. Und die passt ein bisschen besser zu Basim und zum Thema mit der Wüste. Und auch da reiten wir mal durch und schauen uns das an auf dem Pferd. Gefällt. Richtig gut. Und hier. Und hier ein paar Details. Die sind auch gut ausgearbeitet. Nicht so aufdringlich. Und so sieht es beim Gehen aus. In der Stadt also macht ordentlich was her. Fühlt sich auf jeden Fall sehr mächtig an. Und hier nochmal ein paar Actionbilder. Und nochmal ein paar Details mit ein bisschen mehr Beleuchtung. Und dann machen wir weiter mit grauer Rostam. Das ist die Verkleidung oder Ausrüstung, wo auf der einen Seite, auf der linken Seite so ein mega... Ja. Eine mega Verzierung ist. Für die Verkleidung haben wir hier ein paar Actionbilder. Das muss da auch sein. Macht richtig was her. Sieht, finde ich, in Schwarz auch am besten aus. Hat mich ein Pfeil erwischt. Nur eine Fleischwunde, aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Und weiter machen wir mit grauer Bayek. Der Protagonist aus Assassin's Creed Origins. Und hier haben wir auch eine Verkleidung dazu. Und auch die sieht in schwarz-grau. Hier so ein süffiges Weinrot dazu, abgetönt. Sieht richtig gut aus. Das muss ich sagen, also richtig genial. Oh ja, richtig gut. Und dann schauen wir uns gleich nochmal die weiße Rayan-Robe an oder Verkleidung, aber nur ganz kurz, um das Ganze abzurunden. Das war ja die Belohnung für den normalen Schwierigkeitsgrad Perma-Death-Modus durchspielen. Und so sieht es aus, wenn wir die Full-Motion-Zwischensequenzen haben mit der Robe angelegt. Ja, deswegen habe ich das Ganze nochmal durchgespielt, um für euch auch solche Szenen zu haben, weil das kein anderer hat außer Midi Benny. Da bist du mal gut informiert. Und dann machen wir noch ein paar Rotations. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat's gefallen.
dann ja, mach ein Abo. Bis dann. Tschüssi. Noch lange Lieder hiervon singen. Auf dass es dir da draußen dienlich ist. Ich warte auf deine Rückkehr, Eivor. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Ich denke, ich bleibe doch noch etwas hier.